Hallo Welt, nur noch 15 Tage bis zum Urlaub. Heute stand im Zeichen von New York Planung. Die 4 Tage in New York so gut wie es geht durchgeplant, damit man so viel wie es geht natürlich schafft in den 4 Tagen. Wir haben das relativ gut gemacht, was den Rückflug angeht. Rückflug ist um 20.20 Uhr, der letzte Flug, der von New York Richtung Deutschland rausgeht. Direktflug von Newark Airport nach München. Nur deswegen, erstens ist man schneller von Manhattan am Flughafen, dauert meistens nur eine halbe Stunde oder so. Und JFK, ja, kein Bock mehr drauf. Das letzte Mal hat es über 3,5 Stunden oder so gedauert, bis wir da einmal quer durch die Stadt, durch das Verkehrschaos, dann endlich da waren. Und da wir es verpasst haben, noch am Tag vorher einzuchecken, haben wir auch noch ziemlich beschissene Plätze gehabt im Flugzeug. Deswegen, Newark. Mein Tipp für alle, die nach New York fliegen, ist ein bisschen entspannter. Flughafen ist kleiner, Security Check ist schneller und macht dadurch auch ein bisschen mehr Spaß. Und man muss nicht ganz so hetzen. Man hat mehr vom Tag und deswegen haben wir es gemacht. Ja, die 4 Tage mal jetzt, ja, mal sehr, sehr, sehr grob. Nein, ist schon sehr detailliert eigentlich durchgeplant. Und jetzt geht es dann in die Detailplanung. Freuen wir uns schon drauf. Und euch noch einen wunderschönen. Nein, ich bin noch mal fertig. Mein Tag war ja nicht nur Planung, mein Tag war ja auch noch ein bisschen Sport. Ich war heute ein bisschen Cardio machen, denn natürlich, wer viel isst, esse ich viel. Ich habe gehört, ich esse viel. Wer viel isst, der muss natürlich auch sich viel bewegen und deswegen war heute Cardio-Tag. So, und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Sonntagabend und bis zum nächsten Mal.